Also ich bin Richard, ich bin 70 Jahre, ich wohne in Duisburg und ich habe, meine Frau ist, hatte Huntington und nicht nur meine Frau, sondern auch ihre zwei Schwestern. Die vierte Schwester hat kein Huntington. Ich habe meine Frau 1992 kennengelernt und 1993 haben wir geheiratet. Ich wusste, dass meine Frau eine Huntington-Risikoperson ist. Ich habe das an ihren Schwestern schon mitbekommen, was das sein kann. Ihre Eltern habe ich nicht miterlebt. Ihre Mutter ist gestorben und gepflegt worden von ihren Töchtern, also von Martina. Und Martina ist meine Frau. Und den anderen Schwestern. Und wir haben ganz lange gehofft, dass Martina die Krankheit nicht bekommt. Das heißt, dass sie negativ ist und wir haben uns trotzdem irgendwie darauf vorbereitet, weil irgendwann meinte Martina, sie möchte den Test machen. Sie hat vorher sich psychologisch unterstützen lassen. Sie hat eine Therapeutin gehabt. Sie hat, ich auch übrigens, und 2000 hat sie den Test gemacht und der war positiv. Das heißt, sie wusste und ich wusste, dass sie Huntington bekommen würde. Das war natürlich ein Riesenloch, in das wir gefallen sind. Und wir haben uns dann es hat eine längere Zeit gebraucht, bis wir uns davon erholt haben. Wir sind ab der Zeit zur Huntington-Hilfe gegangen. Wir haben Tagungen mitgemacht und so. Bei den ersten bin ich heulend rausgelaufen und das konnte ich nicht gut aushalten. Und dann hat es sich aber im Laufe der Zeit so normalisiert, dass wir ein normales Leben, ein glückliches Leben gelebt haben. Ja, es hat eine Zeit lang gedauert, bis wir darüber hinwegkamen sozusagen und ein normales Leben wieder gefunden haben. Wobei natürlich die Krankheit immer im Hinterkopf ist, die ganze Zeit, immer bis zum Schluss. Und wir wollten auch Kinder, trotz der Krankheit. Wir haben gesagt, es soll nicht an der Krankheit liegen. Es soll nicht die Krankheit sein, die uns daran hindert. Es hat nicht geklappt, weil Martina zwei oder mehr Fehlgeburten hatte, aber das war also nicht weil sie Huntington hatte, wollten wir nicht, also darauf verzichten, gut. Martina hatte eine Ausbildung gemacht und hat verantwortungsvolle Position in der Kindertagesstätte gehabt. Sie war Leiterin von einer Tagesstätte für auffällige Kinder und hat von vornherein auch immer ganz offen mit ihrer Krankheit, ist ganz offen mit ihrer Krankheit zu umgegangen. Sie hat es sowohl ihren Kollegen als auch bei uns im Ort, allen Nachbarn, allen Freundinnen und Freunden erzählt. Sie war sich bewusst, dass das Nachteile haben könnte, hat es aber nicht gehabt. Es war eher so, dass sie davon profitiert hat. Ich sehe das auch. Also ich sehe das so, dass bewusst haben wir nie festgestellt, dass man in irgendeiner Weise hinter unserem Rücken getuschelt hätte oder sonst was, sondern sie hat also wirklich gesagt, ich habe Huntington ich werde Huntington haben und ich werde so und so enden, sozusagen. Für mich war das eine große Erleichterung, weil wir brauchten nicht irgendwas Geheimes sozusagen, etwas geheim zu halten. Ne? Und es war sowohl in dem Chor, in dem wir gesungen haben, als auch später in allen anderen Gelegenheiten immer so, dass jeder wusste, dass sie Huntington hat. Also zumindest die Näheren. Also jetzt selbst die Kolleginnen und Kollegen wussten das und der Chef wusste das. Wobei der Vorteil war, dass sie in einer karitativen Einrichtung gearbeitet hatte und das war dann auch schon akzeptiert. Also die haben das wirklich akzeptiert. Wir haben anfangs, also dieser Test war für uns nicht schön.
weil es war an der Uniklinik und da vor unseren Augen hat sich der Oberarzt mit seinem Untergebenen gestritten, wer von den beiden uns das Ergebnis sagen sollte. Und es war also auch von der Seite keine Unterstützung. Und dann später haben wir sofort in den Huntington-Zentrum gegangen, also nachdem wir die Huntington-Hilfe also auch da Mitglied geworden sind. Und dann haben wir hauptsächlich in Bochum, im Zentrum in Bochum, Unterstützung und Hilfe gehabt. Martina war auch mehrfach dann stationär da, zweimal, also je nach, also, aber erst in dem Moment, als sie dann wirklich diagnostiziert wurde oder als sie das wissen wollte, ob sie jetzt schon krank ist oder nicht, weil anfangs war da natürlich nichts zu sehen, nichts zu spüren. Ne? Die Krankheit verläuft halt ja, ist ja degenerativ, das heißt, dass sie immer von nichts anfängt, oder man ist gesund und irgendwann fängt es an und so. Ich habe mich, glaube ich, ja, ich weiß es nicht mehr, die Ängste waren am Anfang sehr, sehr stark, also nach dem Test, nachdem ich wusste, sie ist positiv, sie wird krank. Und das war bestimmt so ungefähr 1 oder 2 Jahre und dann haben wir gesagt, halt, wir lassen es auf uns zukommen und wir werden sehen, was wird. Und das war absolut erträglich, weil Martina gut damit umgegangen ist und weil ich damit halten konnte, sozusagen. Also wir waren beide dann, naja, immer noch betroffen, aber nicht mehr so verzweifelt. Also das legte sich. Und insbesondere also hat mir und auch Martina, glaube ich, geholfen, dass wir andere Menschen mit der Krankheit gesehen haben. Ne? Am Anfang waren wir auf den Jahrestagungen der Huntington-Hilfe und da haben wir Freunde gefunden, da haben wir Menschen gefunden, die in der gleichen Lage waren, also die aber auch noch nicht auffällig waren oder so. Und wir haben gesehen, man kann damit umgehen und das hat uns sehr geholfen. Ich würde immer jedem raten, der mit Huntington zu tun hat, also sich da gegenseitig einen Beistand zu holen von anderen Menschen, die genau das gleiche Schicksal haben. Dann, also wir machen auch von der Huntington-Hilfe, also ich bin da jetzt schon lange auch selber engagiert, auch an verantwortlicher Stelle. Wir bieten auch vielen Kranken und Angehörigen an, gemeinsam Seminare oder Freizeiten zu machen und das sind immer wunderbare Tage und alle sind wirklich sehr glücklich, dass man sich gegenseitig da unterstützt. Also und da laufen unglaublich viele Gespräche und unglaublich viele Unterstützungen und Zuwendungen. Und also das ist wunderbar, diese Gelegenheiten. Also als irgendwann es sich herausstellte, dass es stärker wurde, ne, dann musste Martina irgendwann ihre Arbeit aufgeben. Das Lustige war, sie ist von einem Kind angesprochen worden und das Kind hat gesagt, Martina, warum wackelst du so? Und dann hat sie gemerkt, es ist jetzt ungefähr die Zeit, dass ich mit der Arbeit aufhöre, weil es auch sehr stressig war. Also es war eine verantwortliche Position und die Arbeit auch in dieser war stressig, weil da Gruppen geschlossen wurden und sie wurde dann von der Leiterin zur normalen Erzieherin oder sowas degradiert. was ich noch sagen wollte, nach dem Test hat sie beschlossen, sich einen Hund anzuschaffen und dann haben wir einen Hund gehabt und das war toll, das war super. Also aber jetzt wieder zurück, als die Krankheit dann stärker wurde, hat sie dann gesagt, ob ich nicht zu Hause bleiben könnte. Und ich war in dem Moment arbeitslos, beziehungsweise dann später eine Zeit lang selbstständig. Dann haben wir ausgerechnet, ob das finanziell geht. Und es ist gegangen, das heißt mit ihrer Rente. Und dann mit meiner Rente zusammen haben wir das dann ganz gut geschafft. Also
Ich bin dann zu Hause geblieben. Allerdings war von Pflege noch nicht viel reden, noch nicht die Rede. Also es war einfach so, sie konnte alles, aber sagen wir mal so, die groben Sachen wie Haushalt und sowas, das ging ihr irgendwann nicht mehr so gut. Aber also es war keine wirkliche Pflege, sag ich mal, sondern ein sich kümmern um sie und so. Und bis sie dann irgendwann gesagt hat, ich möchte nicht mehr, und dann ist sie freiwillig aus dem Leben gegangen. Sie hatte schon immer gesagt, dass sie nicht wie ihre Mutter enden wolle. Ihre Mutter ist von ihr und ihren drei Schwestern gepflegt worden bis zu ihrem Tode. Und es war für sie also auch so, dass sie eigentlich zu Hause bleiben mussten und sie das schon als sich schon ein bisschen schuldig gefühlt hat, weil sie ausgezogen ist und ihr eigenes Leben gelebt hatte, und die andere Schwester hat sozusagen dann die Mutter weiter gepflegt. Und sie hat von Anfang an immer gesagt, ich möchte nicht, dass du mir irgendwann ich möchte keine Windel haben, ich möchte nicht, dass du mir irgendwann mal den Hintern abwischst. Und ich habe das also immer als, ja, ich habe das so aufgefasst, habe gesagt, es wird sich irgendwann, wir werden sehen, und es kann auch sein, dass sich das ändert. Ich habe es nicht so ernst genommen. Bis ungefähr ein Jahr vor ihrem 55. Geburtstag, sie sagte, nächstes Jahr will ich. Nächstes Jahr, es war bei einem Familienwochenende, das mit meiner Familie, weil sie hatte keiner, ihr Vater ist auch gestorben, kurz nach dem Tod ihrer Mutter. Und wir haben immer einmal im Jahr ein Familienwochenende gehabt, und dann hatte sie gesagt, nächstes Jahr bin ich nicht mehr dabei. Ja, und das war dann das schlimmste Jahr in meinem Leben. Und ich habe es immer noch nicht so richtig ernst genommen, aber ich musste es dann ernst nehmen. Weil ich habe gesagt, es geht nicht so einfach, man stirbt nicht so einfach. Und wie willst du das überhaupt machen? Und sie sagte, ja, wenn es sein muss, mache ich Sterbefasten, ich lege mich hin und esse und trinke nichts mehr. Und dann haben wir einen Arzt gefunden, der uns geholfen hat. Es war da noch verboten für Ärzte, dass Beihilfe zum Suizid wurde bei Ärzten mit Strafe belegt, bei Angehörigen schon damals nicht. Und der Arzt, der uns geholfen hat, der ist inzwischen auch gestorben. Der hat uns ein Mittel gegeben, mit dem sie also schmerzlos sterben konnte. Und das hat sie dann ein Jahr, nachdem sie es angekündigt hat, hat sie das auch durchgeführt. Und ich habe ihr dabei geholfen, ich war bis zum Schluss dabei. Habe ihr das Mittel gegeben und sie hat es selber genommen. Und ja. Ich kann nur sagen, dass Martina so eine so starke Frau war, dass sie das durchführen konnte und dass sie mir sozusagen das auch ermöglicht hat, ihr zu helfen. Und sie hat noch angefangen, Klarinette zu spielen, und dann hat sie sich noch eine Bassklarinette gekauft und hat Bassklarinette gespielt und ist dann, also wir sind aus diesem einen Chor dann rausgemobbt worden, und Jahre später sind wir in den anderen Chor gegangen, weil sie das wollte, also in den Kirchenchor. Und wir sind eigentlich überhaupt nicht religiös oder so, aber sie wollte da rein, weil das auch im Ort war. Und sie hat das alles selber so gewollt, und ich habe sie da einfach nur unterstützen können. Und mir hat das dann dadurch auch, ist das auch leichter gefallen, dass sie dann selber
so stark war, so schwer mir das gefallen ist, aber trotzdem. Es gab bei mir so viele, also besonders in den ersten Jahren und dann auch, ja, auch später, also viel Zorn und viel Streit auch und viel, viel Missverständnisse und ja, wie das, glaube ich, in jeder Beziehung auch so ist und auch über die Krankheit. Aber eigentlich war es dann so, ich habe auch oft nicht verstanden, dass manche Sachen, über die wir in Streit geraten sind, also auch Teil der Krankheit waren. Also bestimmte Geschichten zum Beispiel, wenn irgendwelche Haushaltsgeschichten waren, die sie eigentlich machen konnte und aber nicht gemacht hat, war ich dann wütend oder zornig darüber, ne? Bis ich dann irgendwann mal kapiert habe, das gehört dazu. Nicht nur dieses, auch wenn man es kann, dass es Teil der Krankheit ist, dass man sich nicht aufraffen kann, dass man bestimmte Sachen einfach nicht mehr kann, nicht mehr will. Und dass bis ich das kapiert habe und bis ich dazu sozusagen meinen Frieden gefunden habe, also ich, hat das auch lange gedauert, aber zum Schluss also ging es. Also zum Schluss habe ich gedacht, okay, ich darf nicht, es ist nicht Martina, sondern es ist die Krankheit. Am Anfang sind wir nicht in die Selbsthilfegruppen gegangen, aber später dann haben uns auch unheimlich viel gebracht. Also wir waren in Bochum in der Selbsthilfegruppe, das war also genauso toll dann, wie wenn wir auf den Jahrestagungen waren, nur in kleinerem Maße natürlich. Und ich glaube, dass wir die Informationen, die allgemein die Huntington-Gemeinde hatte, auch hatten. Also da haben wir uns schon drum bemüht und das haben wir schon gesehen. Und die Vorträge und die Spezialisten und alles, was zu der Gemeinschaft dazugehört, die Ärzte und so, das war also mehr an Kenntnisstand kann, glaube ich, keiner haben, als jemand, der in dieser Gemeinschaft ist. Also da ist wirklich mehr als viele Ärzte. Ich glaube, dass einfach, das ist so ein Prozess, der notgedrungen stattfindet, dass diese Akzeptanz, die muss irgendwann mal kommen, die ist nicht von Anfang an da. Und die ist auch, wenn man das weiß, dass die Krankheit, dass es die Krankheit ist, weiß man ja auch nie genau, welcher Teil jetzt die Krankheit ausmacht. Ne? Und ich habe halt gemerkt, dass es mir zum Schluss nicht mehr so viel ausgemacht hat. Auch als die Krankheit schlimmer geworden ist, war es dann nicht mehr, also ich habe es akzeptiert. Ich habe es akzeptieren müssen natürlich, aber ich habe es auch aktiv akzeptieren können. Und halt alles, was dann dazu geführt hat, dass unser Zusammenleben weiterhin gut, weiterhin schön war. Und ich muss sagen, dass gerade auch die letzte Zeit, also dieses letzte Jahr nach ihrer Ankündigung, war unsere Beziehung also so innig wie vorher schon lange nicht mehr, also wie Jahre vorher nicht, und aber in den letzten Jahr war sie auch schön. Also es hat immer verschiedene Punkte gegeben. Also wir hatten eine fast 25-jährige glückliche Beziehung mit allen Höhen und Tiefen, die, glaube ich, jede Beziehung hat. Aber also zum Schluss sind wir durch die Krankheit noch mehr zusammengewachsen. Und ich habe kapiert, dass man manche Sachen einfach akzeptieren muss und trotzdem glücklich und schön weiterleben kann und schön also sich umeinander kümmern kann und füreinander sorgen kann. Und es ist nicht so, dass nur ich mich um sie gekümmert hat, sondern ihr war das auch immer bewusst. Und sie hat genau, also auch sich selbst, wenn sie das konnte, sich so zurückgenommen, dass ich auch meine Zeit hatte. Also sie hat immer darauf bestanden, ich habe einmal im Jahr eine Fahrradfahrt gemacht mit Kumpels und habe das bis jetzt auch gemacht.
Und darauf hat sie auch bestanden, dass ich das immer mache ohne sie. Aber sie ist auch alleine teilweise auch 3 oder 4 Jahre vorher noch mal mit ihrer Freundin in die Türkei geflogen, obwohl es für die Freundin nicht so ganz einfach war. Aber sie hat das gemacht und dadurch, dass sie so offen war, hat das auch geklappt. Also hat sie auch die Unterstützung gefunden, die sie selbst gebraucht hat und die sie auch eingefordert hat. Und das Einfordern war, fand ich, auch eine unheimlich wichtige Sache. Also nicht nur das Offenlegen der Krankheit, sondern auch das Einfordern von Unterstützung. Also ich kann nur noch wiederholen, also ich habe mein Bestes erlebt. Also meine Erfahrung ist, dass es immer gut ist, sich zu offenbaren, das nach außen zu tragen und ganz offensiv zu sagen, ich bin krank und wenn es sein muss, helft mir. Und das nicht zu verschweigen, das ist irgendwie Martinas und mein Motto gewesen.